Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Elex. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen in der Wildnis noch umgesehen, haben ein paar Aufträge erledigt und haben Oryk verpfiffen und warten jetzt eigentlich nur, bis, ja, wir sehen, was die Konsequenz denn daraus ist. Ihr seht, ich bin wieder bei vollem Leben, einfach weil ich geschlafen hatte, weil ich gehofft hatte, dass es dadurch ein bisschen schneller geht. Aber nein, wir mussten warten, bis Kaldrim wirklich hier hingelaufen ist. Und gucken mal, was er jetzt Oryk wegen des Setzlings erzählt. Der wird dann zwar wahrscheinlich ein bisschen sauer auf uns sein, aber damit kann ich gerade so leben, glaube ich. So, dann lass mal sehen. Kommt noch was? Oryk. Ja? Mir sind da einige Dinge zu Ohren gekommen. Wir kennen uns ja nun schon länger, aber so etwas ist mir noch nie untergekommen. Du weißt, dass der Eisenclan dich dafür zum Tode verurteilen würde, oder? Hör mir zu, bevor du mich bestrafst. In den Setzlingen steckt unglaubliche Kraft. Der Saft hat mich besser gemacht. Ich fühle mich so stark. In dieser konzentrierten Form ist er nicht gut. Für niemanden. Außerdem hast du das Gesetz gebrochen. Wer weiß, was aus dir wird, wenn du mehr davon nimmst. Ich muss dich verbannen. Du wirst nie wieder nach Goliath oder in die Nähe eines Setzlings kommen. Aber ich... Geh jetzt. Du hast hier nichts mehr verloren. Dein Eigentum wird unter deinen Verbliebenen aufgeteilt werden. Kann ich noch? Nein. Geh. Bitte, bitte, ich flehe dich an. Ich werde dort sterben. Betteln wird dir nicht helfen. Geh. Ach, die Berserker und ihr super Gesetz, ne? Das Mana muss fließen. Ja, der ist nicht mal sauer auf uns. Ja, gut. Er ist verbannt. Mal sehen, vielleicht werden wir ihn irgendwann im Tal der Verbannten wiedersehen, wenn wir uns mal dahin aufmachen. So. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich habe nämlich mal geguckt, wir haben inzwischen schon 38 Setzerbrot, das heißt, uns fehlen nur noch 12. Und ich erinnere mich nämlich noch ziemlich genau, dass es hier unten in dem Haus... Da müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Danke, ich habe den nur angesprochen, weil ich wusste, dass die dann weggehen. Das passiert nämlich immer. Dass hier nämlich noch ein Beutel mit Setzerbrot ist. Mit immerhin 5, damit brauchen wir nur noch 7. Dann können wir nämlich auch die Geschichte mit dem Setzerbrot zu Ende bringen. Und da ist tatsächlich noch ein kleiner Heiltrank, den würde ich auch ganz gerne mitnehmen. Und den Wein schnappe ich mir auch mal. Sehr gut, damit habe ich schon mal wieder einen kleinen Heiltrank. Prinzipiell bei den Heiltränken müssen wir mal gucken, wie gesagt, wie wir das schaffen. Deswegen, weil wir ja auch ein bisschen schwächer noch auf der Brust sind. Wobei, wir haben ja jetzt den Rüstungsperk. Das heißt, wir halten ein bisschen mehr aus. Was wir machen wollen, ist endlich mal wieder ein paar Indizienbeweise sammeln. Und zwar wollen wir jetzt dahin gehen, um mal den Nächsten zu befragen und mal zu schauen, was der uns sozusagen hat. Ich meine, zwei von den Leuten haben wir ja schon aus... das ist alles verboten, okay. Haben wir ja schon ausgeschlossen, weil die offensichtlich einerseits nicht die Körner dafür haben, jemanden zum Beispiel von hinten zu erstechen, oder weil sie nur einen Bogen benutzen, offensichtlich. Müssen wir mal gucken, was es mit den anderen auf sich hat. Jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, der Link Technik. Ist der, zu dem ich will, ja. Ja, pa. Technik. So, und dann gucken wir mal. Ich meine, mit Duras können wir ja auch ein bisschen was... können wir ja vielleicht auch ein bisschen ordentlich Damage machen. Wie gesagt, Duras ist ja an sich... Wie viele Pfeile habe ich noch? 73. Da müssen wir eventuell auch bald schon wieder neue kaufen. Oder mal einen besseren Bogen finden. Das wäre doch auch mal was. So. Wir müssen wieder in die Richtung. Irgendwie müssen wir immer hier lang, oder? Ich frage mich ja, was ich aus diesem Mutantenkraut machen kann. Aber so oft wie das wächst, wahrscheinlich nicht viel. Oder nichts wirklich Wichtiges. Ich meine, wie gesagt, Heiltränke... Ich will ja Chemie lernen eigentlich, aber Heiltränke werden... Oh, da ist ja ein Hornwolf. Das Vieh war ein Blatt. Aber Heiltränke werden ja noch nicht so wirklich herzustellen sein für uns. Halt durch, du was, ne? Oh, einfach mal zu. Du machst so viel mehr Schaden als ich, aber du haust halt nie zu, ne? Das ist das Problem. Sehr schön, so muss das gehen. Läuft das richtig gut. Sehr gut. Hätten wir den Hornwolf doch getötet. Waren wir hier nicht schon? Keine Ahnung, warum dann hier ein Hornwolf ist. Naja, vielleicht wiedergekommen oder so. Habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit. Das da ist, glaube ich, ein schwerfälliger Wühler. Ich meine, wir können ihn ja mal probieren, ne? Mit Duras an unserer Seite.
Funktioniert genauso übrigens wie ein... wie ein Dingens, ein Hornwolf. Hat das gleiche Moveset. Das ist eine Sache, die bei vielen Gegnern oder die für viele Gegner gilt. Viele Gegner haben das gleiche Moveset. Das werdet ihr noch merken. Also wir werden immer wieder das gleiche Moveset bei ein paar anderen Gegnern sehen. Ja, also das Spiel hat, glaube ich, so sechs verschiedene Gegnertypen, deren Moveset man kennen muss. Und ansonsten sind die einfach immer nur mit einem anderen, ja, ich sag mal, mit einem anderen, mit einer anderen Textur bemalt. Was ein bisschen schade ist. Allerdings, ja, sechs Gegnertypen geht ja auch. Könnte schlimmer sein, ne? So, wir müssen in die Richtung. Da sind halt noch so ein paar Häuser. Ich glaube bloß, das Ding ist... Wie gesagt, ich glaube halt öfter mal... Ah, da ist ein Kritter. Ja, komm, holen wir uns. Ich glaube, der gibt... Oh, Sitzerbrot. Sehr schön. Damit haben wir schon 44. Ich müsste, glaube ich, mal ausstellen, dass ich automatisch anvisiere. Ich benutze das Anvisieren sowieso nur für ganz wenige Gegner. Das kann man ja, das ist ja tatsächlich was man auch einstellen kann. Man kann ja verschiedene einzelne Schwierigkeitseinstellungen selbst einstellen. Das automatische Anvisieren ist ja eine davon. Wir müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Meinst du? So groß ist das Haus jetzt auch nicht. Das Problem ist, wie gesagt, in diesen Häusern können gerne mal Viecher sein. Auf jeden Fall ist hier ein Klo. Das ist ja schon mal interessant. Mana, was macht das denn hier? Und ein alter kurzer Brief. Sehen wir uns den doch mal an. Es existieren keine Gesetze mehr. Nur die Stärksten werden sich alles nehmen. Willst du dazugehören? Die Winston haben alles, aber sie sind schwach. Entweder du machst mit oder verkriechst dich in deinem Mauseloch. PP. Da wollen sie wohl, nachdem die Apokalypse durch ist, die Winstons ausrauben, hä? Ich höre irgendwas. Draußen ist irgendein Vieh. Hier scheint zumindest kein Vieh erstmal im Haus zu sein. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Ach, hier ist wieder was zum Lesen. Hier ein formaler Brief als erstes Mal. Nehmen wir als erstes Mal den. Die Überprüfung Ihrer DNS war erfolgreich. Sie sind ein geeigneter Kandidat für unser Projekt. Daher ist die Überprüfung Ihrer Familie eine reine Formalität. Melden Sie sich für einen Termin in Ihrem örtlichen Informationscenter. Sobald alles geregelt ist, werden Sie im Zuge des Projekts umgesiedelt. Wir freuen uns auf Sie, Infinite Skies, für eine bessere Zukunft. Ist das nicht das gleiche Projekt, um das es mit in dem Hotel damals ging? Und ein verschlissenes Tagebuch. Vielleicht steht da ja noch mehr dazu drin. Ah ja, die Bücher sind ja oben. Ich hasse es. Ich will nicht weg. Das ist so unfair. Mir ist egal, was Papa sagt. Ich werde nicht mitgehen. Ich hasse ihn. Meine Freunde sind hier. Sein dummes Projekt ist mir scheißegal. Besser für uns? Es ist nur besser für ihn. Ich werde gehen. Ich laufe weg. Sie können mich nicht zwingen. Okay, das muss ja dann wahrscheinlich aber noch vor der eigentlichen Apokalypse gewesen sein. Kämpft Duras? Er ist auf jeden Fall im unteren Bereich. Da ist ein Hornwolf. Ich helfe dir. Wär nett. Das Vieh spuckt mich einfach an. Wo hilfst du mir denn jetzt, ganz ehrlich? Duras, wo bist du? Wie jetzt, du hilfst mir? Du hilfst mir überhaupt nicht! Alter, was ist das? Duras, da ist noch ein Kritter. Willst du mich verarschen? Wo ist denn der Wichser? Ganz ehrlich, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber wo hängt der denn rum? Hängt der irgendwo fest? Kann das sein? Oh ja, natürlich. Bin schon da. Bist wieder fit? Was habe ich auch anderes erwartet, als dass er festhängt? Sehr schön, okay, jetzt habe ich ihn erstmal befreit. Da war noch Setzerbrot, glaube ich. Hilf mir, Duras. Ja. Endlich. Wird ja auch mal Zeit, Kollege, dass du hier mal mitmachst. Hat er jetzt mich anvisiert? Ja. Uiuiui. Den habe ich gar nicht kommen sehen, ey. Falsche Richtung, Kollege. Das ist halt das Problem des Nicht-Anvisierens. Wenn man nicht 100% in die richtige Richtung zeigt. Danke, dass du auch mal zuschlägst, Duras. Es ist gerade hier super mega nervig zu kämpfen, weil es hier die ganze Zeit so hoch und runter geht im Gelände.
Ja, hau zu, du machst wenigstens Schaden, du Rass. Sehr gut. So, dann einmal ein Stück Fleisch gegessen. Und dann war da noch ein Kritter. Und da ist noch ein Häuschen. Hier war doch irgendwo gerade noch ein Kritter. Ich hab's genau gesehen. Da. Oh, sogar ein schwacher Kritter. Den krieg ja sogar ich besiegt. Gibt aber trotzdem 5 Erfahrungspunkte wie der normale. Interessant. Gut. So, das Haus da auch erkundbar. Da ist ja noch ein Haus. Oh, hier sind tatsächlich ein paar mehr Häuser. Guck mal einer an. Da läuft irgendeine Ratte rum. Okay, das will ich ein bisschen clever angehen. Wir waren in dem da auf jeden Fall. Dann gehen wir erstmal in das Haus hier. Und gucken mal, was sich hier so drin befindet. Das ist ja eine richtig kleine Siedlung aus 4 Häusern. Hier haben ja richtig viele Menschen gelebt. Ich meine, wer mich kennt, der weiß, dass es hier irgendwie, dass das irgendwie so mein größter Kritikpunkt ist. Hier gibt es viel zu wenig Häuser eigentlich für die ganzen Menschen, die ja mal gelebt haben müssen. Aber hier ist ja eine richtig kleine Siedlung, das gibt's ja gar nicht. Das war wohl nichts. Danke, dass der Dietrich gleich abgebrochen ist. Das war wohl nichts. Komm, ehrlich, ey. 2, zack, zack und dann nach hinten. 2-mal bei dem Schloss den Dietrich verloren. Interessant. Ring der Lebenskraft. Habe ich schon einen Ring angelegt? Weiß gar nicht, ob ich schon einen hab. Nö. Bisschen mehr Lebensenergie ist immer gut. Blöd bloß, dass ich das wieder selbst auffüllen darf, scheinbar. Das finde ich nicht ganz so geil. Fleckige Liste. Was wollte denn da jemand kaufen? Oh, oder nee. Lampe im Bad wechseln, Reifen am Auto wechseln, Planschbecken im Garten aufbauen. Ja, ja. Gut, das. Warum diese Zettel hier noch liegen? Ich meine, klar, damit kann niemand was anfangen, aber ich meine, hier ist alles offen. Da fegt doch auch mal der Wind durch und der Zettel liegt einfach noch komplett normal auf diesem. Oh, Pfeile, sehr schön. Liegt einfach komplett normal auf diesem Tisch noch rum. So, gucken wir uns mal ganz kurz das alte Flugblatt an. Sag dem Stress ein Lebewohl. Wir suchen motivierte, begabte Leute. Bewirb dich in unserem Einschreibecenter Infinite Skies für eine bessere Zukunft. Ja, und was haben die jetzt eigentlich gemacht? Toll. Bewirb dich. Ja, wofür denn? Als Ruinen ohne Befestigung. Wenig ehrenhafte Epoche. Ja, echt. Voll. Voll nicht ehrenhaft. Nur weil die nicht den ganzen Tag gekämpft haben. Ich meine, soll ich mich als Sekretär bewerben? Geht das auch? Das steht da ja nirgends. Ah, vielleicht finden wir ja noch raus, was es mit Infinite Skies auf sich hat. Brennstoff und eine sehr alte Nachricht. Brennstoff ist auf jeden Fall sehr schön. Sandra, wir haben einen unerwarteten Zwischenfall in der Familie. Mussten heute früh leider sehr eilig wegfahren. Bitte schaut ein wenig nach dem Haus und dem Garten. Dankeschön und viele Grüße. Mhm. Meine, das ist ja alles ganz... Oh, ein Tresor. Ah, nicht mal verschlossen. Eine alte Münze, okay. Nicht sonderlich viel Geld. Da draußen ist noch ein Kritter. Ich frage mich ja, was mit dem ganzen Glas eigentlich passiert ist. Muss ich mal fairerweise sagen, weil Glas ist ja... Also ich meine, wo ist das hin? Hat das jemand rausgenommen, weil sie es wofür brauchten? Ich meine, klar, in der Apokalypse ist Glas schwer herzustellen, deswegen wäre das schon irgendwie logisch. Aber das ist ja überall rausgenommen. Man kann natürlich auch Augen nehmen, da Glas ja relativ leicht bricht, dass einfach das Glas hier überall gebrochen ist. Kann man natürlich auch annehmen. Allerdings sehe ich auch nirgends Scherben. Gut, die können mit der Zeit wieder weg sein, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. So, wie stark bist du denn? Ein schwerfälliger Wühler. So einen hatten wir doch gerade. Ich helfe dir. Wow. Mach ihn fertig, komm. Das ist ja so ein Mutant. Die Mutanten sind ja die, die immer irgendwelche Maschinenteile in sich drin haben. So. Ich muss dringend mal noch mehr... Irgendwie komme ich noch an nicht so richtig viel Fleisch. Irgendwie ist das alles gerade... Oh, Setzerbrot. Ist das alles gerade ein bisschen komisch noch. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich ein bisschen schneller da rankomme. So, hier ist Gift, glaube ich. Das gefällt mir weniger. Ist das ganze Haus voll Gift oder nur ein Teil? Wenn ich zum Beispiel... Hier oben drauf und ich bin nicht im Gift... Würde mich mal interessieren. Nee, ich glaube, hier ist alles voll mit Gift. Ah. Köcher. Hm.
10 Pfeile. Ansonsten, ich guck gerade mal ganz toll, Krug. Ich guck gerade mal ganz ehrlich, was hier drin ist. Ich meine, ich weiß, ich habe noch Antitoxin. Ich hau mir mal gerade eins rein. Ach, geht gar nicht. Gut. Ob sich irgendwie das lohnt, hier überhaupt drin rumzusuchen, weil für einen einfachen Köcher, ganz ehrlich, ich frage mich, wo das Gift herkommt. Gute Gabel. Nee, ich glaube, ganz ehrlich, es lohnt hier gar nicht. Zumindest im ersten Stock lohnt das hier überhaupt nicht und unten scheinen sogar noch Monster zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Gebiete, wo man halt, wie gesagt, wo halt irgendwie zum Beispiel Gift ist, finde ich irgendwie ein bisschen blöd, weil meist lohnt sich das Zeug kaum, was da drin ist. Und man kann halt auch nicht später sagen, ich komme einfach später zurück, wenn ich so viele Heiltränke habe, dass ich mich einfach die ganze Zeit gegenheile, weil man sich nicht heilen darf, solange man im Gift ist, was das Ganze ein bisschen blöd macht. Aber okay. Wie sieht's hier jetzt aus? Das ist die Frage. Also ich hatte das Gefühl, dass unten auch noch ein Vieh war und die werden ja vom Gift... Oh, Tachau, Ratte. Die hat sich aber auch erstmal überhaupt nicht für mich interessiert, kann das sein? Hat sich erstmal null für mich interessiert, sehr interessant. Hauptsache, und es liegt überall Klopapier rum. Also ich meine nicht, dass ich was gegen Klopapier habe. Ich verstehe bloß nicht. Also ich finde, Klopapier ist ja sowas, das wird echt schnell, naja, ist echt schnell unschön, oder? Weil das weicht super schnell durch und wird auch super schnell dreckig. Dass das so hier so gut ist, dass man das hier immer mitnehmen kann und irgendjemanden andrehen kann, wage ich ja zu bezweifeln. Zettel mit Gruß. Wahrscheinlich wird es in dem anderen Haus auch noch einen Zettel oder sowas geben, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Alles Gute für meinen süßen Enkel. Der 14.3. ist eine ganz besondere Zahl. Hoffentlich gefällt dir der Inhalt des Päckchens. Liebe Grüße, Oma. Fragt sich, wessen Geburtstag jetzt der 14.3. wahrscheinlich war, ne? Und ich merke mir mal 14.3, weil hier ist ein Tresor. Wow. Das passiert auch ganz gerne mal. Man klippt mal durch diese Sachen durch, wenn man zu nah dran steht. 14.03. Geht doch. Sehr nice. Warum Oma die Tresorkombination weiß, ist natürlich die Frage. Aber hey, vielleicht ist das ja das Haus von Oma. Und sie hat nur einen Zettel für jemanden hinterlassen. Ja, wie gesagt, das Gifthaus. Ich könnte halt mich noch im Erdgeschoss nochmal umsehen. Aber ich glaube, da ist sogar ein Vieh halt. Das ist das Problem. Antitoxin. Ach, guck mal. Ganz ehrlich, ich gucke mich nochmal ganz kurz im Erdgeschoss um, ob da irgendwas ist. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Toter, der seinen Kopf verloren hat. Altes Papierstück. Huch. Ich fände es schöner, wenn man automatisch lesen könnte, was man findet, wie bei Witcher 3. Das haben sie ja dann auch eingeführt. Wir wollen am Samstag bei schönem Wetter eine Grillparty machen. Ihr seid natürlich herzlich mit eurem Sohn eingeladen. Liebe Grüße, Familie Simpson. Soll das eine Anspielung an die Simpsons sein? Ich habe keine Ahnung. Kann auch sein, dass einfach nur Samson sein soll. Wein steht überall rum. Ich frage mich, warum der Wein immer noch nicht ausgetrunken wurde oder so. So, ganz ehrlich, ich speichere nochmal. Ich hau mir so ein Antitoxin-Ding rein. Und dann renne ich nochmal in den unteren Teil und guck mal, was man da findet. Ich warte hier. Uah. Ob da irgendwas Interessantes ist. Klebeband habe ich gesehen. Da ist ein Fernseher. Hm. Oh, da ist ein Typ. Dach. Ein Mutant. Ja, das Antitoxin hilft schon ganz gut, muss ich sagen. Gebe ich zu. Aber hier scheint ja auch gar nichts zu sein, oder? Aber das lohnt sich ja überhaupt nicht. Ganz ehrlich, das lohnt sich ja überhaupt nicht, dieses Giftgebiet zu erkunden. Ich meine, das Schöne ist, dadurch verpassen wir nichts, wenn wir es jetzt einfach lassen, aber irgendwie... Dafür, dass das ein Giftgebiet ist und ich wahrscheinlich sogar im Giftgebiet gegen irgendein Vieh kämpfen müsste, naja. Oh, da liegt ja einer. Tag auch. Nichts zu tun? Was? Wie? Hat jemand nach mir gefragt? Naja, wenn ich schon mal hier bin. Warum gammelst du hier draußen herum? Naja, ich sag mal so, solange keiner nach mir ruft. Wenig ehrenhaft für einen Berserker. Hat dich Meister Thorald geschickt oder was? Ehre, Gesetz, das ist was für Idealisten. Ich bin da eher ein Pragmatiker. Ist irgendwas Wichtiges? Denn wenn nicht, dann geh einfach wieder, okay?
Ich meine, irgendwie finde ich es interessant, dass Jax immer noch glaubt, dass die Berserker irgendwie ehrenhaft ist. Die halten ja nicht mal ihre einfachsten Rangordnungen ein. Jeder macht in dieser Stadt, was er will. Wer kommt denn da auf die Idee, dass die Berserker Ehre haben? Du scheinst wohl ein ganz spezieller Freund von Meister Thorald zu sein. Nicht wirklich. Als er noch bei uns in unserer Stadt Goliath der große Boss war, hat er mich öfter zusammengefaltet. Wie auch immer, er ist jetzt auf Pilgerreise und ich habe hier draußen meine Ruhe. Na gut, okay. Weißt du zufällig, wo er ist? Was weißt du über die Pilgerreise von Thorald? Nicht viel. Es heißt, dass er sich mit der Umkehrung von Elex in Mana beschäftigt. Es sei wohl eine große Sache, die den Krieg und ganz Magalan verändern soll. Aber wirklich darüber sprechen mag keiner, weil es auch wirklich keiner so richtig versteht, was er tut. Das ist ja interessant. Wo genau ist der Pilger Thorald gerade? Das weiß keiner so genau. Es soll wohl auch geheim bleiben, vor allem vor den Alps. Ich meine, er experimentiert mit Mana und Elex herum. Wer weiß, was er dabei herausfindet. Vielleicht schafft er es ja dadurch, den Alps wenigstens ihre magischen Kräfte zu rauben. Dann wären sie zwar immer noch sehr stark, aber eben nicht mehr so ganz. Na gut, schauen wir mal. Kommen wir zur Sache, weswegen wir eigentlich hier sind. Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Ja, ich weiß. Ich wusste irgendwie immer schon, dass es so weit kommen würde. Mhm. Askors Ehrgeiz war noch größer als sein Leichtsinn. Er hätte auf mich hören sollen und hier draußen bleiben, anstatt zu versuchen, die große Karriere zu machen. Dann würde er sicher heute noch leben. Warum interessiert dich das eigentlich? Naja, mich würden da so ein paar Sachen interessieren. Was hast du von der Sache mitbekommen? Nicht viel. Ich war hier draußen, als es passierte. Askor wurde ja in Goliath getötet und dann irgendwie in den Wald verschleppt. Aha. Woher weißt du das? Jeder weiß das. Der Mord geschah in der Nähe der Kriegerhütte, direkt in der Stadt. Es gab sogar eine Blutspur, die aus der Stadt in den Wald führte, wie sich später herausstellte. Dafür, dass du so viele Fragen stellst, bist du nicht sonderlich gut informiert. Ja, interessant, dass ich das gerade zum ersten Mal höre. Ich war mir sicher, dass der Mord im Wald passiert ist. Warum bringt denn jemand den Typen in der Stadt um und schleppt ihn dann hinaus in den Wald mit der Gefahr, dass er ja gesehen werden könnte? Vor allem, weil ja eigentlich an jedem Tor eine Wache stehen sollte. Wie kriegt man denn da eine Leiche durch? Also wie kriegt man denn eine Leiche an den ganzen Leuten vorbei? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich meine, selbst wenn es in der Nacht ist. Naja, gut. Dafür, dass du wenig damit anstellst, bist du recht kräftig. Mag sein, aber es will immer gut überlegt sein, wofür man seine Kräfte aufspart. Na gut, okay. Sonst noch irgendwas Wichtiges über Askor? Du kanntest Askor gut? Das will ich meinen. Er war mein Freund. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir beide schon alles zusammen durchgemacht haben. So. Kannst du ein bisschen was davon erzählen vielleicht? Nein, nicht wichtig, okay. Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Für die Biester in der Gegend hier reicht's. Hast du die Leiche gesehen? Ich war früher schon öfter dort, wo sie Askor gefunden haben, aber seitdem... Also ich gehe da bestimmt nicht wieder hin. Höchstens noch in die Stadt. Ich war letzte Tage noch da, aber... Und wo gehst du hin, wenn du nicht hier bist? Ich gehe nirgendwo hin, wenn es nicht sein muss. Es ist so gefährlich hier draußen. Da ist es schwer zu entspannen. Und wo entspannt es sich so am besten? Nun, da gibt es einen Aufzug ins verbotene Tal. Da gibt es eine Stelle mit einem tollen Blick ins Tal. Da gehe ich manchmal hin und freue mich, dass es mir hier oben besser geht als den armen Teufeln da unten. Und? Und was heißt das jetzt? Dass du ein fauler Sack bist. Aber Askors Tod scheint dich sehr zu treffen. Natürlich. Er war mein bester Freund, du Schwätzer. Ja, und darum glaube ich nicht, dass du ihn getötet hast. Mhm. Du willst mich wohl verarschen? Natürlich nicht. Wer sowas behauptet, der kann mich mal. Okay, interessant. Ich meine, beste Freunde haben sich schon mal getötet. Ich meine, wo sollte unser Bruder töten? Gut, das ist jetzt nicht zwingend der beste Freund, aber ich meine, das heißt ja nichts, ne? Dein Freund Askor. Was war er für ein Mann? Unsere Eltern waren Freunde. Wir wuchsen quasi wie Brüder auf. Askor war kein einfacher Kerl.
Er war ein Mann des Gesetzes und ihm war die Anerkennung der anderen Krieger enorm wichtig. Mit seinen Erfolgen hat er sicherlich so manchen verärgert und eifersüchtig gemacht, aber egal, vergiss einfach, was ich sagte. Vergessen? Eifersucht klingt für mich nach einem möglichen Motiv für den Mord. Eifersucht? Sehe ich so aus, als würde mich die Anerkennung der anderen Krieger interessieren? Leck mich doch. Na gut, okay. Ja, du warst zwar dabei, aber... Ein Wort zum Mord an Askor. Barin kann es nicht gewesen sein. Askor war sein bester Freund. Ich sehe keinen Grund, warum Barin ihn hätte töten sollen. Tja, das ist eigentlich wahr. Ich habe auch nicht wirklich daran geglaubt, dass Barin jemanden einfach so umbringt. Ja, ne? Für sowas ist er viel zu faul. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Also ich muss ja mal fairerweise sagen, ja, nicht einer... das ist gut. Nicht einer der Verdächtigen... Ich habe nicht das Gefühl, dass einer der Verdächtigen bisher irgendwie entlastet wäre. Übrigens, eine Sache, die ich nur ganz kurz an der Stelle anbringen will. Immer wenn... Beschaulich. Oh, Tag auch ein Beißer. Immer wenn Dingens sagt, ja, das ist gut, dann haben wir quasi etwas getan, was ihm gefällt. In dem Falle ihm halt geholfen, so ein bisschen. Weil es gibt noch ein... Ich habe bloß ein paar Benachrichtigungen ausgestellt. Es gibt noch einen Hinweis, beziehungsweise es gibt noch eine Sache, bei denen verschiedene Leute, unter anderem natürlich auch die Gefährten, die Sachen, die man sagt, bewerten. Ob manchmal gefällt ihnen, was man sagt, und manchmal gefällt ihnen nicht, was man sagt. Und ja, wenn es ihnen gefällt, dann sagen sie eben sowas wie, ja, das ist gut. Und normalerweise steht da halt auch eben noch was oben. Aber ich, wie gesagt, ich habe es halt ausgeschaltet, weil mich stört so ein bisschen, wenn alle möglichen Sachen angezeigt werden. Ich konnte nicht alles ausstellen, aber so ein paar Sachen habe ich immerhin ausgestellt. Denke ich, ist ganz nett, wenn man nicht immer alles quasi so hingeschmissen bekommt. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir uns hier auch gleich umgucken. Hier geht's wie gesagt, ins verbotene Tal. Das kann man ganz kurz zeigen. Hier geht's ins verbotene Tal, da sind wir jetzt. Ganz im Norden sind die letzten beiden, die wir befragen müssen. Da werden wir dann uns beim nächsten Mal hinausmachen. Aber wir werden jetzt noch mal ganz kurz gucken, was es hier noch so zu machen hey, gibt. Hör mal. Was willst du? Ich suche einen Kerl, der angeblich hier in der Gegend noch vor kurzem gesehen worden ist. Sein Name ist Ray. Schmieriger Typ. Er trägt meistens Outlaw-Klamotten, genau wie ich. Kennst du ihn? Nee, ehrlich gesagt nicht. Was willst du von diesem Ray? Geschäfte. Nichts, was dich etwas angeht. Könnte sein, dass wir denselben Kerl suchen. Würde mich nicht wundern. Was? Wofür suchen wir ihn? Na gut, es könnte ganz... ich glaube, ich weiß, warum wir ihn suchen könnten. Das könnte der sein, der uns unser Zeug geklaut hat. Da hast du schon ein bisschen weit hergeholt, oder? Ray? Nie gehört. Na gut. Dann schönen Tag noch. Warum sind die Outlaws eigentlich immer so dreckig um ihr Gesicht herum? Und warum steht hier neben... Hier ist wieder halt... Da ist halt ein Vieh direkt neben den Leuten. Ich verstehe das nicht. Das ist halt das, was ich super unlogisch finde. Dass die das nicht juckt. Dass die Viecher so nah nebeneinander... daneben sind. Ich meine... in Gothic gab es ja auch Feldräuber, die ganz nah waren und so weiter, aber die waren halt auf dem Feld und das wurde auch von den Leuten gesagt, so nach dem Motto, ah ja, da sind Feldräuber, das ist ziemlich nervig und so weiter, dass die hier sind. Sie töten sogar ab und an mal einen Bauern. Hier sind die Viecher einfach daneben, wie vor allem das Slugbeast halt in der letzten Folge. Hier sind die Viecher einfach da. So, da drüben geht's halt ins Tal der Verbannten, da will ich jetzt noch nicht hin, muss ich ehrlich sagen. Hier sind die Viecher einfach da, direkt neben den Orten, wo die Leute... Ja, wo die Leute hausen quasi und niemanden juckt's. Vor allem so ein Slugbeast, das steht da einfach und niemanden interessiert's. Der Eingang zum Tal der Verbannten. Dort unten müssen wir vorsichtig sein. Schließlich hat man sie nicht ohne Grund dorthin verfrachtet. Ja, genau. Hast du sie noch alle? Was hast du denn jetzt für ein Problem? Hey, du hältst dir besser die Augen offen. Ein paar falsche Schritte und du bist Moos. Und damit wir uns verstehen, am Aufzug wird nicht herumhantiert. Ich allein bin mit Erwartungen betraut. So, der Aufzug also. Wer hat den Aufzug errichtet? Das waren unsere Werker. Hat ein paar Wochen gedauert, das Ding funktionsfähig zu bekommen. Und was ist deine Aufgabe hier? Ich wurde angewiesen, das Ding zu bewachen und im Notfall kleinere Reparaturen vorzunehmen. Zurzeit ist er aber außer Betrieb und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Außer du verstehst etwas von komplexer Mechanik, aber den Eindruck machst du nicht gerade.
Ja, das sehe ich aber anders. Genug, um zu wissen, dass der Mechanismus alles andere als komplex ist. Das sehe ich von hier. Wie kommst du darauf? Weil es nur ein paar Zahnräder braucht, um die Wasserkraft zu übertragen. Na schön. Trotzdem bringt uns das nicht weiter. Eines der Zahnräder fehlt. Also gibt es auch nichts zum Reparieren. Ohne ein passendes Ersatzstück funktioniert hier gar nichts. Mhm, na wenn du meinst. Bist du selbst einmal im verbotenen Tal gewesen? Was soll ich denn da? Das ist doch nur für die Verurteilten bestimmt, die unser Gesetz missachtet haben. Und unsere Väter taten gut daran, es für das Pakt zu reservieren. Dort ist es alles andere als ungefährlich. Aber mich muss das ja nicht kümmern. Ich mache mir immer einen Spaß daraus und erleichtere mich über ihren Köpfen, wenn wieder einmal ein paar arme Würstchen versuchen, hier hochzukommen. Okay. ja, ich glaube auch, der mag das lieber, wenn er sie runtertritt, habe ich fast das Gefühl, der mag seinen Job hier. Oder du trittst sie runter, wenn sie es geschafft haben. Ja, das wäre auch eine Maßnahme. Solltest du dich dort unten umsehen wollen, sei vorsichtig. Manche Biester sind leichte Beute, aber andere, naja, du wirst es herausfinden. Na gut, okay, fragen wir erstmal, wie viele Verbannte es hier überhaupt gibt. Wie viele Verbannte leben im Tal? Früher waren es wenige. Seit Angrim aber vor ein paar Jahren zum Warlord des Eisenclans berufen wurde, Gott, ist ihre Zahl gewachsen. Trotzdem ist es unmöglich, eine genaue Aussage zu treffen. Ich frage mich ja, warum. Niemand führt Buch über diejenigen, die dort während ihres Aufenthalts verstorben sind. Nur diejenigen, die es schaffen, ihre Strafe abzusitzen, sind von Interesse. Was ich mich ehrlich gesagt frage, es gibt ja mehr Wege als diesen einen aus dem Tal der Verbannten heraus. Ich frage mich, wer überwacht denn das? Ich meine, wir haben ja selbst, wie gesagt, schon so einen Weg ins Tal der Verbannten getroffen, wo ein Verbannter einfach mal so nicht mehr wirklich im Tal der Verbannten saß. Ich meine, woher wissen denn die Leute, dass die Verbannten auch wirklich im Tal der Verbannten bleiben? Da wäre noch etwas. So? Ja, wegen dieses Zahnrads. Die Sache kommt mir irgendwie bekannt vor. Warum hast du noch kein Ersatzteil für den Aufzug besorgt? Hey, willst du mir unterstellen, ich mache meine Arbeit nicht? Beantworte einfach meine Frage. Na, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Muss doch die Gegend im Auge behalten. Mhm. Kann ja nicht jeder so frei herumlaufen, wie du es tust. Na, wenn du meinst. Wie lange fehlt das Zahnrad schon? Seit vorgestern Nacht. Aber was interessiert es dich? Das Ding ist weg, fertig. Es wurde also gestohlen. Genau. Aha. Warum stiehlt jemand ein Zahnrad? Und das, obwohl du den Aufzug bewachst? Kann sein, dass ich irgendwann den Posten kurz verlassen habe. Das spricht nicht gerade für dich. Vielleicht hat auch einer der Männer bei den Wartungsarbeiten das Ding entwendet. Was weiß denn ich? Mhm, bei den Wartungsarbeiten? Sagtest du nicht, du allein bist für die Wartung zuständig? Weißt du was? Scheiß drauf. Ich habe das Ding ausgebaut und in den Wind getreten. Zufrieden? Und warum das alles? Weil ich nicht will, dass auch nur einer aus dem Tal hier wieder seinen Fuß hinsetzt. Mir ist es egal, ob sie durch die Verbannung rehabilitiert werden können. Für mich bleiben sie Aussätzige. Der Tod ist die einzig gerechte Strafe, die sie verdienen. Mhm, na gut. Warum wollen wir das eigentlich machen? In der Hoffnung, dass es Belohnung gibt, ne? Du sagst mir jetzt, wo ich das Zahnrad finden kann. Gut, du weißt ja jetzt eh Bescheid. Sieh dich unten beim Wasserfall um. Dort liegt es vielleicht noch. Geht doch. Schon als ich dich gesehen habe, wusste ich, dass der Tag beschissen wird. Oh Gott, mein Gott, ich helfe dir gerade, deinen Fehler wieder auszubügeln. Ich treibe das Zahnrad wieder auf. Du, was du nicht lassen kannst. Sehr gut. Das gefiel Duras also scheinbar. Na gut, unten beim Wasserfall, dann schauen wir mal. Einmal fallen. Da ist ein Kritter auf jeden Fall. Den sehe ich schon, aber der sollte ja nicht so das große Problem darstellen. Der Aufzug funktioniert halt momentan nicht. Oh, eine Ratte. Komm her, du kleiner Kritter. Wo bleibt denn Duras? Kommt der auch mal runtergeflogen? Sehr schön. So, ich erledige mal das Vieh da noch. Dann gibt es nämlich gleich noch ein bisschen Fleisch für uns. Oder zumindest eine Feder. Und rohes Fleisch, da ist es doch sehr schön. Hier hat er scheinbar wirklich Leute runtergetreten. So wie das aussieht. Und ein Zettel. Nachricht eines Verbannten. Nochmal schauen. Was hat der denn so geschrieben? Ihr verdammten Schweine! Sollen die Kampfmaschinen der Alps dafür, dass mit...
sollen die Kampfmaschinen der Alps dafür, dass ihr mich hierher verbannt habt, doch eure verfluchte Stadt Goliath überrennen und euch zu Tode quälen. Und warum? Nur weil ich überleben will, wie jeder andere auch. Eure Magie zu erlernen dauert mir einfach zu lange. Okay, aber eine Schusswaffe der alten Welt zu verwenden soll ein Verbrechen sein? Womit soll ich mich denn dann verteidigen? Mit einem eurer langen Käsemesser? Idioten, ihr haltet euch doch selbst nicht an eure Regeln. Euer lächerliches Berserkergesetz ist doch nur eine Fassade, hinter der ihr euch versteckt, bis die Zeit euch einholt. Hoffentlich bald. Verrotten sollt ihr alle. Ui, da ist aber jemand sauer gewesen. Ah, ich kann's verstehen. So, beim Wasserfall. Na, der hat das wahrscheinlich einfach hier irgendwie runtergetreten, ne? Ich hoffe mal, es liegt nicht im Wasser. Da ist irgendwo ein Vieh. Ah, ein Kritter wieder. Okay. Ah, da liegt's ja. Mann, der hat das echt gut hier hingetreten. Muss ich ihm lassen. Na, greif an. Hast du mich einmal getroffen, Graturas? Du bist ja ein ganz großer. Oh, er lebt noch. Sehr schön. Hast du auch mal was geschafft, Duras. So, ich glaube aber, anstatt wieder hochzulaufen, werde ich mich einfach hoch teleportieren. Wir haben ja oben den Teleporter freigeschaltet. Das ist übrigens auch so eine Sache. Ich finde die Teleporter irgendwie ein bisschen unlogisch, muss ich mal ehrlich sagen. Weil niemand scheint sie zu benutzen und niemand erkennt sie an, dass sie überhaupt in dieser Welt stehen. Ich meine, wie funktionieren die mit Magie? Aber wieso stehen die dann auf der ganzen Welt? Haben die Berserker mit ihrer Magie das Zeug auf der ganzen Welt verteilt? Und wenn sie als Technik funktionieren, warum gibt es dann gleich drei Teleporter bei den Berserkern in Goliath? Sollten die nicht voll gegen die Technik sein? Das ist das, was ich nicht so ganz verstehe an den Teleportern. Und vor allem halt, was mich am meisten stört an den Teleportern, ist ehrlich gesagt, dass niemand sie irgendwie wahrnimmt, außer dem Spielercharakter. Keiner benutzt sie, um sich mal irgendwo hin zu teleportieren. Im Gegenteil, wir werden später noch sehen, dass es irgendwie scheinbar nicht mal, dass es sogar unlogisch ist, dass keiner die wirklich beachtet. Dazu kommen wir aber später noch. Ich meine, in den vorigen Teilen war das immer irgendwie, dass die Leute zumindest, das in irgendeiner Form, also gerade in Gothic gab es halt die Runen, da wurde immer gesagt, hier hast du eine Rune, um dich hierher zu teleportieren. Und in Gothic 3 gab es die Teleportsteine, wo halt zumindest man Lia eingeben konnte, damit er sich zum König teleportiert. Also die Leute in der Welt haben zumindest die Teleportmöglichkeiten, ja auch, sag ich mal, irgendwie erwähnt, haben damit klargemacht, ja, wir merken, dass es hier diese Möglichkeit gibt der Teleportation. Hier in Elex gibt es aber einfach Teleporter. Niemand erklärt, wie sie funktionieren. Ich meine, klar, man kann immer sagen, es ist Magie, aber wie gesagt, selbst das ist keine sinnvolle Erklärung in dieser Welt. Und keiner interessiert sich für die, keiner scheint die zu nutzen. Ich meine, können andere Leute die Teleporter auch nutzen? Und wenn ja, warum stellen die Berserker nicht ständig Wachen um ihre Teleporter auf, falls sich da mal jemand rein teleportiert und sie angreift? Ich meine, das ist doch die größte aller einfachen Angriffe, einfach sich zu den Teleportern zu teleportieren, oder nicht? Ah ja, gut, das ist nur das, was ich noch meine. So, jetzt zu dir. Da wäre noch etwas. So? Hier ist das Zahnrad. Jetzt baue es wieder ein. Bist du sicher? Überleg mal. Wir müssen die Zugänge begrenzen. Wir machen uns angreifbar. Wer weiß, was passieren kann. Das war keine Bitte. Du lässt dich also nicht umstimmen. Na schön. Ich mach's unter einer Bedingung. Gib mir dein Wort, von Mann zu Mann, dass du Stillschweigen darüber bewahrst. Ragnar darf nicht erfahren, dass ich den Aufzug sabotiert habe. Ja gut, ich meine, wir können ihn ja trotzdem verraten, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Ich meine, wenn ich jetzt sage, einen Dreck gebe ich dir, würde er mich angreifen. Ich habe damit ehrlich gesagt kein großes Problem. Dann muss ich ihn halt erledigen. Wahrscheinlich muss ich ihn dann dafür töten. Und wenn ich sage, einverstanden, kann ich ihn immer noch verpetzen. Ich würde mal sagen, ich sage einverstanden. Einverstanden. Ich mache mich dann gleich ans Werk. Gib mir eine Minute. Er muss das Ding ja immerhin reparieren. So, das war's. Jetzt sollte er wieder funktionieren. Aber wenn ich mitkriege, dass jemand Unbefugtes das Teil nutzt, bekommt er die volle Packung ab. Aber voll. Gut. Zum Quatschen fehlt mir die Zeit. Jetzt gibt's, also wie gesagt, ich hätte ihn jetzt verprügeln können, aber ich finde halt, dass es bringt halt uns auch irgendwie nichts, weil wir dann ja auch nichts von unserer, dann haben wir das Zahnrad umsonst geholt, weil wir dann den Typen, der es einsetzen muss, ja, töten. Deswegen, ja. Im Endeffekt, ich meine, das ist jetzt wieder nur eine kleine Entscheidung und ich sage jetzt nicht, dass wir die beim nächsten Mal direkt auflösen werden, aber ihr könnt ja sagen, ob wir Ragnar verraten wollen, was mit Stan ist. Weil ich meine, seien wir mal ehrlich, der Typ ist ein ziemlicher, naja, wirklich nett ist der nicht und ich meine,
wäre vielleicht besser, hier einen anderen Typen hinzustellen. Aber irgendwie habe ich ja eh das Gefühl, dass keiner von den Berserkern wirklich das macht, was ihnen aufgetragen wird. Von daher ist es wahrscheinlich auch egal, wen Ragnar hier hinsetzt, wenn wir mal ehrlich sind. Gut, das war's aber von dieser Folge. Und in der nächsten werden wir uns dann wahrscheinlich mal auf nach Norden machen, wo wir ja auch noch ein paar Sachen zu erledigen haben. Und vor allem wollen wir da dann vielleicht auch mal die ganze Geschichte mit der Detektivquest zu Ende bringen. Aber das erst in der nächsten Folge von Let's Play Elex. Bis dahin,